Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Ich habe meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Lebensformen Schmetterlinge zu finden. Deswegen gib mir bitte noch diesen Part. Ich werde aber allerdings auch jetzt erstmal noch meine Dailies machen, wie sonst auch. So. Okay, 9-mal Milch hatte ich auch bis dato noch nie. Also mal ein richtig ertragreicher Tag. Sehr schön. So, ernten kann ich nichts, sehen kann ich nichts. Die Biene kann ich noch wegpacken und dann gucke ich mal weiter. Unter anderem muss ich mal gucken, was Monarch ist. Ein Monarchfalter. Ach, das ist dieser. Ja, super, dann den finden wir jetzt sehr schnell eigentlich. Oh, Moment. So. Die verkaufe ich später. So, Dulle. Wollen wir doch mal zusehen, ob wir hier einen Monarchfalter irgendwo haben. Hier schon mal nicht. Okay, wir kriegen so die zweite Sternsplitter-Geschichte noch. Das ist auf jeden Fall der Monarchfalter, den erkenne ich aus dem Stegreif. So, das Einzige, wo ich halt die Lupe benötige, ist halt nach wie vor der Königsding. Kaisermantel, genau. Und sollte auch schon richtig lesen. So, Monarch. Himmelsfalt. Weißer Falter oder auch Zitronenfalter war da noch, ich weiß, bevor jetzt jemand was sagt. Wir könnten das Schlafenspiel schon wieder spielen, Leute. Fällt mir gerade mal auf.
Es hieße aber, wir würden dann Tag überspringen. Ich suche jetzt noch ganz kurz nach denen und dann mache ich den Daily Jump. Werde aber vorher wahrscheinlich noch Honig einsammeln. Einfach aus Prinzip. Aber wie gesagt, bei sowas redet man von mehr Glück als Verstand, wenn man Bienenkönigin einfach so findet auf dem Weg, ne? Ich will nicht klagen. So. Ich muss mir den noch mal ganz genau angucken. Den Kaisermantel. Sehr dunkle Außenlinien, die auch in der Mitte durchgezogen ist. Quasi der Körper und dann die Flügel relativ hell und dann wieder dunkel. Das ist ja. Ähnelt ja den Himmelsfeier so gar nicht, ne? Kappa. Einfach nur Kappa, denke ich mir. Okay, jetzt habe ich mehr Glück mit den Bienen als mit den Schmetterlingen oder was. Man merkt es mal wieder. Das, was man sucht, das findet man nicht. Und das, was man finden will, das sucht man vergeblich. Macht das Sinn? Ich glaube. Ich bin sogar so kurz davor zu sagen, okay, machen wir das ganz einfach. Ich schiebe mir die Sachen. Aber nein. Ich ziehe durch, ne? Ich sag mir so, nee, das schaffe ich noch, das schaffe ich schon. Das kriege ich hin. Das packe ich, ne? Nur um mich weiter zu motivieren, das zu machen hier auch. Aber okay, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier im Kreis herumrennen. Ja, da gibt es ja dann die zweite Option. Ne? Angeln, ne? Will ich das jetzt wirklich machen? Im Endeffekt muss ich es ja so oder so machen, ne? Bringt nichts, wir machen das. Aber mit den Eindieseln und dann ernten. Ich muss nur eins mal eben machen. Leute, ich werde aber so langsam auch ein bisschen träge und müde. Das heißt, ich werde hier nach gleich erstmal kurz einen Powernap machen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder der dritte oder vierte Part, den ich schon wieder aufnehme. Was ja ganz gut ist eigentlich.
Weil so kann ich den Rest auf nachher, wie es wie heute Abend verlegen, wo ich gerade aufnehme. Vor allem fängt auch in wenigen Minuten was an, was ich gucken möchte. Von daher ist es sogar noch besser, wenn ich dann kurz eine Pause mache. So. 30 mal Honig ist am Start. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was will ich jetzt kurz noch machen. Schlafen ist eine Idee, ne? Genau. Ich springe mal einen Tag. Hoffe, dass ich dann ja an den Standardspots einfach den Schmetterling kriege. Sonst muss ich das machen wie mit den Bienen. Da ich einfach quasi die skippe, die ich nicht brauche. Und dann verkaufe und dann, ja. Ihr seht schon, was ich meine, ne? So. Ich würde mal hier trotzdem auch nochmal wieder Futter reinpacken, damit das auch wieder genutzt wird. So, 6000. So, was hast du Feines? Traubensaft sogar. Picknickdecke. Sieht super aus. Na gut. Siebentausend. Sechshundert. Und 8000. Sodele. So, kurz der Standplatz hier erstmal abgesucht. Ist aber nicht. So. Jetzt wieder zu den Standard-Spots. Hier ist noch ein brauner, den brauche ich gar nicht zu prüfen. Da ist ein lilaner. Monarch. Monarch. Eigentlich sollte ich die gleich noch wegfangen, ne? Das könnte sein. Nein, das ist ein Himmelsfalter. Er muss also. Ja, er muss dunkler aussehen, auf jeden Fall. Und durchgehend die Linie außen haben, die dunkle. Ja, ich. Ja, weißt du was? Dann mache ich das jetzt nochmal gleich einen Tag skippen, eventuell. Macht das Sinn? Befürchte fast. Na gut. Jetzt kurz noch mal hier mich umgucken hier hinten, wo die anderen Schmetterlinge noch waren, und dann kann ich ja mal gucken, ob sich dann wirklich lohnt zu skippen.
Ich finde den Spot nicht wieder, schade. Egal, Himmelsvater. Das ist auch zum... Könnt kotzen, ey. Im Strahl. Ja, dann sollte ich vielleicht einfach gleich mal angeln. Ich weiß ja nicht, Leute. Es macht halt so am meisten für mich Sinn zu sagen, wenn ich etwas nicht schaffe, einfach den nächsten Punkt anzuvisieren und zu sagen, okay, dann mache ich den jetzt erstmal. Um dann später darauf zurückzukommen. Und meistens funktioniert das ja auch. Weil ich dann was herausgefunden habe in der Zwischenzeit. Ja. Ja, Leute, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr sagt euch bestimmt so, ey, macht das bitte im Off oder so. Aber nein, es gehört mit zum Spiel. Fertig, Ende aus. Da werde ich noch so oft das erwähnen, Leute. Gut, wie auch sei, aber dann gehe ich doch lieber erstmal angeln. Wenn einfach das Glück gerade nicht mit mir ist. So. Vor allem, dass ich halt einfach wirklich alles nochmal angeln darf, was ich gerade auch verkauft hatte. Also Alge, Stechrochen und so weiter. Abfallzweig. Ganz ehrlich, schmeiß ich raus. Punkt. Ich werde jetzt nicht hier großartig noch Sachen einsammeln, die ich gerade nicht brauche. Sind es Fische? Okay, dann verkaufe ich sie, aber ansonsten schmeiße ich es einfach direkt raus wieder. Blauer Seetang, auch wenn das aussieht wie ein Dr. Palettenfisch, aber okay. Aal. Sehr schön. Das ist ja für den zweiten Rezept. Genau, Aal. Das ist wirklich.
Ja, es steht blauer Seetang dran, ne? Ach, egal. Schmeiß raus, fertig, Ende aus. Aus die Maus. So. Nur was ich wirklich brauche. Und Aal war mitunter eins der Sachen. Das ist sehr schön. Cool wäre natürlich, wenn ich jetzt das Glück hätte, dass ich instant alles fange, was ich brauche. Aber das Glück wird mir ja nicht immer geschenkt. Regenbogenfrolle. Forellenbarsch, Regenbogenforelle ist nicht vertreten. Es tut mir leid, dann muss die auch leider weichen. Leider. Forellenbarsch. Das war doch einer der Sachen, oder? Forellenbarsch. Sehr schön. Da haben wir schon zwei von insgesamt drei. Nee, warte. Forellenbarsch, Aal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 von 8. Und weiter geht's. Brummer ist nicht der Brummer. So. Weiter geht's. Gala ist nicht gesucht. Also, tschüss. Kalmar ist auch nicht gewählt gewesen. Wir brauchen immer noch Kugelfisch, Tintenfisch, Peitschenangler, Neonfisch. Neonfisch? Ja, das ist Regenbogenfalle. Wie sieht denn überhaupt... Sag mal. Wie schaut eigentlich Neonfisch aus? Mal sehen. Neonfisch, Neonfisch. Achso, vielleicht sollen wir in der Fische gehen. Neon, 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 Neonfisch. Voll schön, dass wir einfach auch quasi dachten, okay, wir haben schon alles geangelt. Ist ja klar, wenn ich dann beim Falschen gucke. Peitschenanglerfisch, das ist auf jeden Fall safe hier auch in dem Bereich möglich. Aber was ist denn Neonfisch? Oh nee, ne? Neonfisch. Okay, wir haben ja hier noch unsere Hilfe. Neonfisch.
Dackel-Neonfisch. Fisch, Dackel, bla. Ozean. Neonfisch. Süßwasserfisch. Sie kommen im Teichwasser vor. Okay, ab zu einem Teich. Vielleicht können wir da ja zumindest den Neonfisch auf jeden Fall abhaken. Zusätzlich zu den anderen Sachen natürlich, ne? Gut, gut, gut. Wo ist es denn? So, mal sehen, ob wir das Glück haben und direkt First Try Neonfisch kriegen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert gerade. Nein, Clownfisch. So Leute, was ist schon wieder 26 Minuten nach Folgenbeginn? Ja, okay, Leute. Ist auch nicht mehr lustig, ich weiß. Aber trotzdem. Wir kriegen die Sachen relativ zügig zusammen gerade, merke ich wieder. Das heißt, wir sollten damit bald auch durch sein. Ich werde auch bald wieder mich drum kümmern, die Arcade und Co. weiterzubauen. Das ist ja natürlich klar. Alge, sehr gut. Seht ihr? Auch so können wir noch was kriegen. Gut, einfach weiter angeln. Blechdose, kommt raus. Bitte Neonfisch. Bitte. Irgendwas, was zum Partende nochmal hier gut kommt. Neben der Alge natürlich. So. Komm schon. Goldfisch. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Peitschenanglerfisch. Salzwasserfisch. Die kommen im Ozeanwasser vor und sind im Vergleich zu Süßwasserfisch im Allgemeinen schwerer zu fangen. Infolge Verkauf dieses Fisches für Geld. Okay. Saisonfische. Ja gut. Also Salzwasser, Süßwasser und dann gibt's den Müll. Ja, okay. Aber ich will ja halt noch den Neon haben. Komm, was er will. Na gut, ich muss jetzt auch gleich Partende machen, Leute. Es geht nicht anders. Das ist Plastikmüll. Ich will doch nur den Neonfisch. Dann bin ich zufrieden. Okay? Sodele. Auf der Ecke hatte ich ein besseres Gefühl. Hier ist gleich zweimal Abfall, ne? Und hier schon einmal Abfall und ein paar Mal Fisch. Ich sag ja nur, ne? Okay.
Klotzaugen-Goldfisch. Okay. Ist nicht der Neonfisch. Letzter Versuch jetzt. Dann muss Part enden. Dann ist Part Ende. Sorry, Leute, an der Stelle. Ey, wieder viel geangelt und gejagt in den Parts einfach. Also viel Gesuche, besser gesagt. Ah, verrosteter Schlüssel. Okay, Leute, dann würde ich sagen, lassen wir es mal auf sich beruhen. Will nämlich noch was tun. Und das ist nicht nur reimen, sondern... Verdammt, ich habe keine Reime drauf. Egal, jedenfalls möchte ich jetzt erstmal noch was anderes machen und von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. BZW. Gut, es führt ja kein Weg dran vorbei. Das muss ich ja so oder so noch machen, sonst bin ich schlecht vom Timing her. Zucker wollte ich ja, wie gesagt, so gefarmt haben. Das habe ich jetzt auch nur so 202, schieß mich tot auf Lager. Das heißt, die beiden packe ich noch hier rein. Und der Rest landet dann in der Verkaufskiste beim nächsten Mal. Sehr schön, ne? Gut, dann würde ich sagen, ohne längere Umschweife, das lasse ich noch im Off durchlaufen. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein. Und ciao, tschüss.